Es wird Zeit, endlich mal Danke zu sagen. Ich habe mittlerweile über 100 Abonnenten. Und ich weiß eigentlich gar nicht so recht, was mir da geschieht. Das war eigentlich nur so eine Laune. Mit YouTube, gut, das erzählt jeder. Oder? Habe ich jetzt auf jeden Fall schon etwas gehört. Aber es ist so. Ein Experiment, ich wollte einfach mal gucken, was es ist. Und ja, für meine Geschwister, Kinderchen. Da ist jetzt was losgegangen, was ich so nie erwartet hätte. Mittlerweile verwende ich eine Menge Zeit für die ganze Geschichte. Finde ich auf jeden Fall so. Ich hätte nie gedacht, dass man für so etwas so viel Zeit ausgebe. Ja, was ist denn das eigentlich für ein Kanal, dieser Traumtänzer 54? Ich denke, die ganze Sache entwickelt sich erst noch. Ich weiß es selber noch nicht so genau. Aber ich werde bald mehr Zeit haben. Ich trete in den Ruhestand und so habe ich vor, ein bisschen durch die Gegend zu ziehen, ein bisschen zu reisen, zu wandern, zu trekken. Viel Zeit draußen zu verbringen mit meinem Hund, mit der Maya. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da noch einige Videos entstehen. Und ich muss gestehen, es macht Spaß, die ganze Geschichte zu teilen. Da plötzlich wahrgenommen zu werden. Auch das? Keine Frage. Kleine Nazis sind ja wohl alle, die in diesem Metier unterwegs sind. Hä, Maya? Auch Maya, denke ich. Aber ja, wenn ich nur irgendjemand ein klein bisschen Freude schenken kann. Dadurch, dass er uns durch die Welt stolpern sieht, dann toll. Uns zwei sind noch besser. Ich werde versuchen, besser loszutreten. Versprochen. Ich weiß, technisch sind meine Videos unter aller, ja, schon. Aber ich lerne dazu, Leute. Ich lerne dazu. Ich schluck Kaffee. Auch dir, Carlos, vielen Dank für deine netten Kommentare. Freut mich, dass du mich wahrgenommen hast. Das ist echt eine große Ehre für mich. Gerade was Filmqualität anbelangt. Trotzdem auf dein Wohl. Oder gerade deshalb. Ja, ich fühle mich natürlich auch verpflichtet, so etwas Ähnliches wie ein kleines Giveaway zu starten. Nur fehlt mir da noch das Thema und ja, auch das mit den Preisen ist noch nicht ganz klar. Ich bin kein Messerkanal, ich kann keine Messer verschicken. Bei mir schauen auch andere Leute zu. Leute, die Natur auch ohne Messer genießen können. Soll es ja auch gehen. Gut, ich habe wieder, ich glaube, drei oder vier Messer dabei. Virus. Auch dank Stefan.
1, 2, 3, 3, 2, 1. Trotzdem bin ich dir nicht böse, also du hast da ja, was Neues mit reingebracht. Oder sagen wir mal so, den Blick auf ein für mich alltägliches Handwerkszeug wieder ein bisschen geschärft. Jetzt höre ich aber auf. Wie gesagt, ich mache mir Gedanken über ein Giveaway. Irgendetwas wird laufen in der Richtung. Wir laufen jetzt noch ein bisschen durch den Wald. Ich denke, in der Bayernwäsche ruhig. Vielleicht hören wir noch ein paar Vögel. Bis denn. Bleibt geschmeidig, Leute. Und wir gehen jetzt weiter, richtig? Gehen wir jetzt weiter. Sehr schnell zusammen. Gut, den Verkehr hört man auch hier. So ist das. Deutschland. Ich muss jetzt ja schon aufhören.